Tada! Hallo alle miteinander. Ich stand jetzt gerade unten bei uns an der Post und habe die Pakete für euch abgegeben, die ihr ersteigert habt. Und da habe ich so aufs Datum geguckt und habe gesehen, der 6.6.2016. Da habe ich gedacht, oh, krass, das Datum kommt mir doch bekannt vor. Und jawohl, am 6.6.2006 ist der Segelohren-Bob-Kanal gegründet worden. 10 Jahre schon. Oh, total krass. Also, hätte ich nicht gedacht, dass das so wird. Ja, wir wussten ja am Anfang gar nicht so richtig, warum wir das machen. Also, wenn wir es jemandem zu verdanken haben, damit es den Segelohren-Bob-Kanal gibt, dann haben wir es dem Engel hier aus dem Video, also der da neben mir sitzt, zu verdanken. Ja, da war es nämlich damals so, dass, ich glaube auf RTL oder so, wir haben da damals alle noch Fernsehen geguckt, haben sie die YouTube-Videos gezeigt, was die Leute so machen, und da hat dieser Engel eben gemeint, ey, mein Gott, sind die alle blöde, das können wir doch dreimal besser. Und ja, haben wir unseren ganzen Jungs zusammengetrommelt und dann ist jedes Wochenende, meistens hier in meiner Location, dann irgendein Playback-Video, ein Maxi-Playback-Video gedreht worden, und ja, so haben wir die ersten Millionen Klicks gesammelt sozusagen. Tja, nachdem wir die ersten Millionen Klicks hatten, war es natürlich scheißegal gewesen, was wir da hochgeladen haben. Aber naja, hat funktioniert. Der Umschwung dann zu was richtig Praktischem, anstatt irgendwelche Musikvideos, wo unsere Emotionen gezeigt werden, wie toll wir uns aufregen können, war es dann 2009 gewesen. Aber ich denke, wir sind in folgendem Punkt einer Meinung: Der Abschluss der Verhandlungen würde zu niedrigeren Kosten führen, niedrigeren Risiken und wäre ein riesiges Konjunkturpaket für die Weltwirtschaft, besonders auch für die Länder, die nicht die finanziellen Kapazitäten haben, um ihre Volkswirtschaften anzukurbeln. Allgäu-Trip. So ein drei Tage Survival-Trip von Pilzen und Bären ernährt, aber doch, das hat ganz schön, müsste ich jedem mal empfehlen. Ne? Da habe ich dann mal wieder gelernt, ja, dass man so viel gar nicht braucht, unbedingt, um voranzukommen. Tja, so ein Trip in der Natur, da sieht man dann wieder einige Sachen klarer. Und so habe ich das damals gemacht hier. Ihr seht, Januar 2009. Freies Denken habe ich es genannt, ja, und da wollte ich so eine Art Zeitung rausbringen mit diesen ersten Themen, die damals halt so aktuell gewesen sind, ne? Um da etwas wach zu rütteln. Ja, ich habe dann auch ein Kino eingerichtet mit einer riesen Leinwand, aber als ich dann versuchte, meine Kumpels wach zu rütteln, kämpfen gar nichts. Ja, das hat dann ja weniger funktioniert. Ich glaube, Rekord war gewesen, bei der Doku die 5 biologischen Naturgesetze hat es keine 10 Minuten gedauert und meine Gäste haben erstmal sich aufgetankt. Also musste das irgendwie anders gehen. Da haben wir halt YouTube dann genommen. Und ja, die ersten Videos, die mussten dann schon so sein, dass sie richtig mitreißen. Ne? Man muss die Leute ja da abholen, wo sie gerade sind. Ja, und um die Zeit bin ich auch noch durch Deutschland getingelt. Im Namen der Kernkraft. So, liebe Jungs, ich komme gerade aus dem Sail City Hotel. Eine Nacht 110 Euro. Ein Abendessen 22 Euro.
So, und jetzt fahre ich in ein Hotel, wo die Nacht 12 Euro kostet. Meine Meinungslampe. Kleine Krasse hier. Geht immer ein und aus, wenn ich irgendwas Komisches denke. Und den Rest habt ihr ja dann gesehen, wie es dann weitergelaufen ist. Da brauche ich ja nichts mehr erzählen. Watzlitz Fritz dann irgendwann kennengelernt, nachdem ich da auf die ganzen Vorträge da in Deutschland gegangen bin. Der blonde Engel da aus dem Barbie-Girl-Video war nicht der einzige Engel, der mich beim Aufwachen begleitet hat. Das wuseln da draußen noch viele, viele andere, echt mit Herz beseelte Menschen rum. Und ohne die wäre das auch gar nicht möglich. Ne? Also wenn ich da zurückdenke, in welchen Phasen ich da manchmal gewesen bin. Ach du Scheiße. Naja gut, okay, ihr werdet erleben oder vielleicht auch nicht. Aber ja, das, was ich so ein bisschen erlebt habe, das könnt ihr ja nach wie vor verfolgen. So, dann mal gucken, ob es nochmal 10 werden vielleicht. Mal schauen, aber erstmal Ahoi und bis später. Also die haben gesagt, weiterhin volle Fahrt voraus und immer schön die Esse festhalten. Soll ich da ausrichten.